Und damit willkommen zurück zu Lorelei and the Laser Eyes. Wir hatten in der letzten Episode die Begegnung mit einem von diesen Wärtern mit den QR-Codes auf dem Kopf, also auf dem Labyrinth, und haben es geschafft und haben ein paar Sachen wieder freigeschaltet. Wir haben die Bauklötze alle gefunden und würden die jetzt mal jeweils bei den richtigen, Reiter und Apokalypse einsetzen. So, was haben wir denn hier? Also, das ist Fames, also da könnte man das L oder das, nicht das S ganz wichtig, sondern das C oder das S einsetzen. Quatsch, das C oder das L einsetzen, so wäre eine Möglichkeit. Ich gucke, dass wir alle Plätze nur einmal nehmen, wahrscheinlich. Ich glaube, das hieß Moos, oder? Das Pferd. Ach. Sehen. Moos. Also hier müssen wir auf jeden Fall das M einsetzen. Also dann können wir es eigentlich schon einsetzen, weil es bringt ja nichts. Das ist eindeutig. Und zwar, wir haben das hier. Können Sie nicht drehen, okay. Hier wurde es jetzt nicht richtig genommen. Jetzt habe ich es nicht verstanden. Es zählt das jetzt auch nicht. So, hier haben wir Pestilenz, ja. Wie das aussieht, könnte man zum Beispiel auch ein W nehmen. Guckt mal an. Oder Pesti oder Pistilenz. Ja, wir haben es genau genannt. Pestilenz, ein E. Also, wir könnten ein M oder ein W zum Beispiel nehmen. Immer das W. Können wir drehen? Ja. So. Okay. Das Bellum, da ist das B. Wichtig. So dran denken, dass wir es drehen. So mit einem kleinen Kniff. So ist es doch richtig, oder? Bellum. Ach nee, es ist gespiegelt nicht. So. Wenn es gespiegelt ist, kriegen wir es gespiegelt hin. Gibt es einen anderen Buchstaben, den wir dafür nehmen können? Okay, jetzt muss ich also probieren, wie rum wir das B reinhauen. Das E ist ja gerade gespiegelt. Hier seht ihr das? Wie kriege ich denn gespiegeltes B hin? Schauen wir mal alle Möglichkeiten, die wir haben.
Das wäre eigentlich die sinnvollste Variante. Ich habe ja keinen. Ach so, doch, SZ. Natürlich. Da habe ich gewundert, warum es das SZ gibt. Aber ja, sie gibt Sinn. Ist oben wahrscheinlich. Nicht? Ich hätte nur gedacht, dass das der Trick ist für Bellum. Moment, aber alle Buchstaben sind noch klein geschrieben. Ach, ich weiß, was es ist. Wir brauchen ein kleines B und dann nehmen wir ein P einfach. Schweine. Okay. Das gucken wir nochmal an. Also hier könnte man L reinsetzen. Achso, ein J, ja. Ja, von wie es aussieht, eher ein J. Okay. Hübsche, hübsche Ideen für Rätsel, muss ich sagen. Was haben wir noch hier? Das wäre jetzt ein bisschen schwierig, weil. Ach so, ja. So. Na, ein Glück. Cool. Damit haben wir das erledigt. Und wir kriegen den Kruzifixschlüssel. Sehr gut. Kruzifixschlüssel, das heißt, wir können zum Mausoleum gehen. Wir haben den Karo-Schlüssel. Und wir haben die Marken. Wo ging es hier lang noch? Das war, glaube ich, nur ein Abkürzungszimmer insgesamt. Okay. Das hat sich doch schon mal gelohnt. Und hübsche Ideen mit den Würfelklötzchen, wie man das nutzen soll. Okay. Where am I? Da bin ich. Speichern wir erstmal. Und weiter geht's. Wir gehen jetzt zum Friedhof, nachdem wir Hundi gestreichelt haben, weil Hundi streicheln gehört dazu. Sehr gut, da haben wir doch schon wieder einiges rausgekriegt. Ich hätte nur gedacht, man muss alle fünf Klötze gleichzeitig haben, da muss man halt überlegen, wie muss ich jeden einsetzen. Man hat ja ein Feedback jedes Mal von jedem einzelnen Klotz gekriegt. Das war das Angenehme. So, Kruzifixschlüssel. Rein damit.
Grabstein. Keine Ahnung. Die Gräber in den Mausoleen. Mehrere Jahreszahlen. Preisfrage ist, ob man da eine Münze reinstecken kann. Eine Inschrift umläuft die Triquetra auf dem Tor. Zweiter und letzter, Jünger verstarb sonst niemand. Dritter und vierter, das Schicksal schlug nach vier Dekaden zu. Erster und fünfter, sie lebte in zwei Jahrhunderten. Erster und fünfter. Also Schicksal nach vier Dekaden, 40 Jahre alt, wissen wir. Sie lebt in zwei Jahrhunderten, es kann nur eine sein. Das waren... Das sind hier zum Beispiel. Jünger, das ist... 39. Okay, aber was da unbedingt von der Reihenfolge ist, keine Ahnung. Da brauchen wir noch irgendwas. Was ich noch nicht sehe. Okay, also da wissen wir hier irgendwie... Auf dem Friedhof. Schreiben wir auf. Friedhof. Keine Ahnung, Gedenkmünzen. Was auch immer man da genau machen muss. So. Gehen wir erstmal zurück. Und gucken uns an. Wir haben noch Karo-Schlüssel. Wir haben noch einige Türen, wo wir denken, es könnte sein, dass wir den Code anhand von Informationen rauskriegen. Könnte aber auch sein, dass nur irgendwas fehlt. Zum Beispiel diese Fehlerberichte. Da gucken wir lieber nochmal nach. Okay, die Karo-Tür war in der zweiten Etage gewesen. Ja. Immer noch mal speichern, dass wir einfach nur sicher gehen, dass wir nicht gleich irgendein Rätsel von den Typen sterben. Ich glaube, das obere. Nee. Oder? Achso, ja, mal natürlich das Schwert. Und da gehört die Münze rein. Okay, das Schwert hat mich irritiert, aber oben war eben dies zu finden. So. Wir müssen uns dann echt nochmal diesen Fehlerbericht anschauen. Karo-Tür hatten wir. Quatsch. Liegtür, jetzt Karo-Tür. Wir haben den Westschlüssel, stimmt. Müssen wir mal gucken, wo der Westschlüssel ist. Natürlich irgendwo im Westen. Ist klar, aber wo genau? Okay, was haben wir hier Schönes? Wir haben eine Balkontür. Das ist schon überhaupt keine Ahnung, wie der Code ist. Holzfigur. ...2014. Abkürzung 4. Also, los geht's. In meiner linken Hand halte ich die Hälfte der Gesamtmenge an Münzen, die ich besitze. In meiner rechten Hand halte ich halb so viele Münzen wie in meiner linken Hand. Die restlichen 6 Münzen sind in meinem Hut versteckt. Ja, wenn ich die Hälfte habe, halb so viele Münzen in meiner linken Hand.
Dann habe ich noch ein Viertel übrig. Ein Viertel ist 6 Münzen, also habe ich 24. Übrigens, seht ihr, das in irgendeiner Nähe ist wieder so ein Typ. Okay, das Rätsel war trivial. Das ist die Transportrolle. Hier waren wir schon gewesen. Skulptur findet sich ein Loch. So, hier gehen wir hoch und können hier das Ganze überblicken. Haben wir eine Dollarnote. Okay, haben wir noch eine zweite Figur. Minus 847. Das haben wir 153. Was habe ich gesagt? 153, 167. Ach so, ich sehe gerade, es ist ja andersrum. Und hier muss ich gucken. 167. Das gibt sonst keinen Sinn. Gut. Wir sind oben. Können wir irgendwas mitnehmen von der... Nö, nichts. So, wir können aber hier was runterlassen. Haben den Hebel bewegt. Sehr schön. Okay, wir haben die Abkürzung. Das ist hübsch, was wir gerade geschaffen haben. Haben den Weg. Dort oben weiß ich nicht, was reinkommt genau bei der Figur. Es muss irgendwo einen Westschlüssel noch geben, wo ich keine Ahnung habe, wo ich den genau einsetzen soll. Vielleicht in Etage 3. Da gibt es den einen Raum von dem Typen, da wissen wir noch gar nicht. Gab es in der ersten Etage noch was Verschlossenes? Hier vielleicht. Westlicher kleiner Korridor. Ja, das könnte es sein. Spannen das mal wieder nach. Wir haben jetzt im Garten was freigeschaltet. Ich weiß, diese Fehlercodes, da müssen wir uns nochmal Gedanken machen, aber ich würde erstmal sagen, wir machen den Vorwärtstrend und dann gucken bei Gelegenheit, ob wir rauskriegen, wie wir diese Fehlercodes beseitigen. Also, wir müssen eins runter und ich weiß nicht, ob es gleich hier war. Ja, Westschlüssel. Wir haben den Westschlüssel. So, jetzt haben wir viele Räume hier. Einen langen oben. Runter zu ein. Lass uns mal nach Westen gehen. Wir gucken, was im Westen ist. Gar nichts. Hier da viele Figuren und wir haben keine Ahnung, wie wir die unterscheiden können und was wir damit machen. Gut. Dann gehen wir nach Norden. Das Zimmer sieht übrigens sehr lang aus auf der Map. Ist aber real gar nicht so wahnsinnig lang. Eine Abkürzung. Lass die Musik beginnen. Ich glaube. Okay, wir gucken uns mal die Abkürzung. Welche Abkürzung ist das? 18.
So. Die 18. Wie viele Drehungen brauchst du mindestens, um X zu erreichen? Okay. Ach du Scheiße. Das muss ich erzählen. Drehungen. Eins. Oh, ich muss mal den Bildschirm zeigen. Es tut mir leid. Das ist nicht wunderbar. Ich glaube. Wir machen mal den Weg rückwärts. Erstmal bis zu einer Stelle. Und von x vorwärts bis zu einer Stelle. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie wir weitergehen. Wenn ich das so richtig hier erblicke. Okay, vom x rückwärts. Drehungen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Das ist der untere Weg bis ganz links sind 28 Drehungen. So, wenn ich von oben komme, habe ich erstmal grundsätzlich eine Drehung, zwei, drei, Drehung von oben. So. Und jetzt ist nur die Frage, ich habe zwei Möglichkeiten jetzt zu laufen. Ich könnte eine Drehung, zwei, nochmal, eine Drehung, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Also eine Zahl, die mir da ist, kommt 8 nach 42. Hätte ich einmal im Angebot. Das muss ich nochmal feiner aufdröseln. Also in der Nähe um 42 rum. Ah, genau richtig. Perfekt. Habe ich nicht verzählt. Das ist selten bei mir, muss ich ehrlicherweise zugeben. Und wir haben damit den Shortcut nach draußen freigeschaltet. Ja, guck an. Sehr schön. So, dann haben wir hier noch einen Weg. Wahrscheinlich für Geld kann ich da Espresso holen. Was auch immer das mir für einen Vorteil bietet. Okay, jetzt bin ich im Keller in einem neuen Raum, den ich bisher noch nicht hatte. Wir sind nämlich jetzt hier. Können wir erstmal den Shortcut, ohne jetzt in neue Räume zu gehen, erstmal gucken, ob wir irgendwo. Den bekommen, weil die Tür geht nicht auf. Ah, eine römische Zahl, die hier. Okay, verstehe. Und Abkürzung 10. Machen wir auch schnell mal. Welche Zahl ist in dem unterstrichenen Satz versteckt? Kis relisor ravit teple menisor sitter. Okay. Okay, das ist natürlich absoluter Nonsens, der da eigentlich steht. Man muss entweder was zählen, gewisse Buchstaben zählen. Oder man muss gewisse Sachen streichen aus den Wörtern, Buchstaben, Zeichenkombination, damit ein sinnvoller Rest rauskommt. Okay, was können wir denn nehmen? Was fällt auf? Es sind viele I's. Viele. Wir zählen mal nach, wie viele I's haben wir denn im ersten Satz? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wenn wir das Ausrufezeichen mit 10 haben, haben wir 7 artische. Wie viele Umlaute haben wir denn? 6 Stück, oder? Ä, Ö, Ä, Ö, Ä, Ö.
Wie viele bögenartige Buchstaben haben wir? M und Ns? Zwei. Okay, sehe ich noch keine von den Ziffern, die wir gerade dort sehen. Ich hatte jetzt gedacht, wir müssen Wort für Wort durchgehen, weil wir da genau vier Ziffern kommen. Aber das Problem ist ja, unten haben wir nur zwei Wörter. Übrigens, auch die Satzzeichen sind ganz unterschiedlich. Mal haben wir Ausrufezeichen, Fragezeichen. Mal haben wir Punkt. Mal haben wir nur Ausrufezeichen. Wie viele Punkte haben wir denn dort im ersten Satz? Drei, vier, acht, neun. 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20. Mit den hier Ausrufe und Fragezeichen haben wir 20. Das hilft uns auch nicht weiter. 18 wäre schon besser gewesen. Beim nächsten Satz haben wir 1, 3, 5, 8, 10, 16, 18, 19. Da passt es ja genau. Moment, habe ich mir erst verzählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ne, es sind wirklich 20. 2 sind es 19, da wird es passen. Im letzten Sinn ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne, da haut es überhaupt nicht hin. Okay. 6, 7 sogar. Das Wichtige ist ja auch, egal was wir hier rauskriegen, es muss nicht eine vierstellige Zahl sein, es muss eine zweistellige Zahl sein. Das dürfen wir dabei nicht vergessen. Also das finde ich gerade absolut nicht raus. Many Sir, die Böli. Wenn wir diese Umlaute löschen und die umdrehen, kommen dann raus. Tiff. Ja. Also einfach nur die Buchstaben zählen, wie viel da drin sind, geht auch nicht. Da versteckt sich. Na Moment, doch. Doch, 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 doch. Ich glaube, ich hab's jetzt. Ach, ich bin so doof. Ich hatte die ganze Zeit schon richtig. Ist das ärgerlich? Ich muss pro Wort einfach die Punkte zählen. Ich hatte gedacht, insgesamt die Punkte zählen irgendwie, aber nein. Kiss ist ein Punkt. Sitter ist ein Punkt. Relisörevit sind 8 Punkte. Also ist das. 1, 2, 3, 4. Beim zweiten ist es auch 4, weil die Punkte zählen jeweils damit. Also 4 und 4. 44. Boah, da habe ich mich sauer eingestellt. Meine Herren, das war ja. Ich hatte das schon recht schnell mit den Punkten, aber ich wollte das anders lösen. Wie dumm. Okay. Wir haben das durch. Wir können auch diese Tür dann gleich öffnen. Die Frage ist nur, ist dahinter gleich was zum Speichern? Nee, und da drüben haben wir noch einen Raum. Gut, ich würde sagen, das machen wir dann das nächste Mal. Bis dahin, euer Landetwo. Tschüss.